von unserer kleinen Taskforce ein liebes Hallo in die kleine und große Runde bei euch. Genau, die Hanna zu unserer Seite nimmt den kompletten Chat in ihre Aufmerksamkeit und guckt über eure Fragen und Anmerkungen. Und ihr seid auch nochmal von uns ganz herzlich dazu eingeladen, Fragen zu schreiben, Anmerkungen. Wir bündeln das dann und dann geben wir das natürlich auch weiter. Auch wir vier möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass der Delius Klasen Verlag und auch Sie, Herr Fuchs, hier heute da sind, obwohl Pandemie ist, obwohl es alles nicht so einfach ist. Wir möchten uns ganz, ganz lieb bei Ihnen bedanken. Und nochmal für alle zusammenfassen, Herr Fuchs ist Autor des Titels Das Eis schmilzt, Klima und Wirtschaft neu denken. Sie als Umweltschützer und Klimaaktivist haben schon viele Expeditionen unternommen. Können Sie uns als Einstieg die schönsten und berührendsten Erfahrungen mitteilen, aber auch die negativsten und erschütterndsten? Ja, die schönsten Erlebnisse sind für mich so ganz unmittelbar in der Natur zu sein. Also ich bin ja immer so unterwegs gewesen, dass ich möglichst wenig technische Ausrüstung mitnehme. Also wenn ich im Zelt zu Fuß, mit Hundeschlitten, mit Kajaks oder wie auch immer unterwegs bin, ich wollte ja immer so diese Natur in ihrer Ursprünglichkeit erfahren. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich nun aus der klimatisierten Kabine eines Kreuzfahrtschiffes nach draußen auf eine wunderbare Landschaft gucke mit Eisbergen oder ob ich draußen bei vielleicht minus 10 Grad stehe und diesen Eisberg erlebe, ihn spüre, sinnlich erfahre. Mir geht es um diese sinnliche Erfahrung auch gerade von dieser Natur. Das sind für mich diese positiven Eindrücke. Das kann man nicht an einem Erlebnis festmachen, sondern das ist eben die Gesamtheit dieses Naturerlebnisses, die mich immer wieder ausfüllt und die mich auch immer wieder aufbrechen lässt, weil es immer wieder neue Facetten gibt. Also ein Eisberg gibt es nur als Unikat. Es gibt zigtausende von Eisbergen, aber sie sind alle unterschiedlich und zu jeder Tageszeit sehen sie anders aus, weil sie anders vom Licht beleuchtet werden und mal sind sie blau, mal sind sie weiß, mal türkis. Also das ist wunderbar. Da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich will vielleicht auch sagen, was mich so ein bisschen in den Grundfesten erschüttert hat. Also wir haben Anfang der 90er Jahre die sogenannte Nordwestpassage durchfahren. Das ist ein Seeweg im Norden Nordamerikas, legendär, viele tragische Expeditionen, die gescheitert sind, Franklin und andere. Wie wir da 93 durchgefahren sind, sind wir erst das dritte Schiff, dem das innerhalb eines Jahres ohne Eisbrecherunterstützung gelungen war. Insgesamt waren wir das 50. Schiff, die anderen waren alles Eisbrecher, die da durchgefahren sind, also 47 Schiffe im Grunde genommen und wir waren eben halt das dritte, dem das innerhalb eines Jahres gelungen war und damals schien die Welt noch weitgehend in Ordnung zu sein, obwohl es damals schon Hinweise auf den Klimawandel gab, aber nicht in dieser Region so sehr. Als wir 10 Jahre später genau dort wieder vor Ort waren, hatte sich die Gegend komplett verändert. 1993 waren wir an der Nordküste Alaskas und da ist der Boden hart gefroren, Permafrost nennt man das, wo die Menschen drauf gesiedelt haben und der Boden ist hart wie Beton gewesen, taute auch den ganzen Sommer über nicht auf. 10 Jahre später, und das ist eine Zeitspanne, die ist ja klimatologisch nicht mal einen Wimpernschlag gesehen, weil dieser Boden, der vorher dauerhaft gefroren war, aufgetaut, die Häuser rutschten ab ins Meer, das Meer war länger eisfrei und auf dem eisfreien Meer bildeten sich höhere Wellen, die dann auf diese aufgetaute Küste trafen und der Erosion Tür und Tor öffnete. Menschen haben ihr Hab und Gut, ihre Häuser, ihre Heimat letztendlich verloren. Da hat man hier nicht so viel von mitgekriegt, weil das eben halt nur wenige Menschen betroffen hat und die Inuit dort oben eben halt auch nicht diese Lobby haben, wie das andere Gruppierungen vielleicht haben. Aber mich hat das zutiefst betroffen gemacht, weil ich damals gemerkt habe, das, was hier zuallererst passiert, passiert mit einiger Verzögerung im Rest der Welt auch. Und wenn ich jetzt im Sommer an der Nordseeküste gewesen bin mit einem Projekt und mit den Menschen dort gesprochen habe, dann sind die gleichen Ängste, die damals schon die Inuit an der Nordküste Alaskas gespürt haben, hier auch in gewisser Weise präsent, weil der Meeresspiegel steigt und damit auch Hab und Gut in gewisser Weise gefährdet ist. Also das war für mich wirklich irgendwie so ein Umbruch, mit den Menschen zu sprechen, die verzweifelt waren, weil die einfach ihr Zuhause verloren haben.
Dankeschön. Ja, dann würde ich gleich das aufnehmen. Auf jeden Fall super interessant. Und ich würde gleich zum Buch kommen, weil mich das auf jeden Fall die Lektüre sehr beeindruckt hat und auch sehr interessant fand. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ist, dass Sie ja nicht nur diese biografische Komponente drin haben, sondern dass Sie auch noch das vermischen mit wissenschaftlichen Fakten. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie sind Sie darauf gekommen, das Buch in dieser Art und Weise zu verfassen? Also ich bin ja kein Wissenschaftler, also ich bin kein Naturwissenschaftler und bin da auch immer ganz klar im Duktus, dass ich sage, also ich will auch nicht so tun, als ob ich einer wäre. Also ich selbst betreibe keine Forschung. Aber ich habe jetzt mittlerweile oftmals Wissenschaftler mit im Team, die ich einlade, die dort Feldforschung betreiben. Und darüber hinaus bin ich sehr viel in Gespräch mit den unterschiedlichsten Wissenschaftlern, Klimaforschern eben gerade oder auch Energiewissenschaftlern und so, die in diesem Feld präsent sind. Und dann gibt es natürlich ganz viele Publikationen, die ja für jedermann irgendwie zugänglich sind. Und ich habe mir gesagt, als ein Mensch, der von Jugend an quasi Zugang zu dieser Natur gefunden hat, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Mensch nach Grönland gereist ist. Das war damals keine touristische Destination, also es fuhr halt keiner hin. Grönland war damals so in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren synonym mit Nordpol. Also da wohnten die Leute in Iglos, glaubte man. Also man hatte da wirklich schlichtweg keine Ahnung von, aber es war ganz anders. Und ich habe das alles kennenlernen dürfen, habe auch wirklich riskante, waghalsige Expeditionen unternommen zum Nordpol und wohin auch immer heil nach Hause gekommen. Das ist ja nicht immer nur eigener Verdienst, man muss das Handwerk beherrschen, ganz klar, aber es gehört ja auch immer ein bisschen Quantum Glück dazu, das muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Und deshalb empfinde ich mich auch als ein privilegierten Menschen, der all dieses über Jahrzehnte hinweg erlebt hat, der Freunde dort oben hat. Und ich glaube, dadurch resultiert auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Ich habe irgendwie dadurch auch dieses Erlebnis, was ich eben geschildert habe, und da gab es natürlich ganz viele andere auch, ein bisschen meine Unbekümmertheit verloren. Ich habe damals, bin ich aufgebrochen, weil ich es toll fand, da draußen zu sein. Und dann wird man plötzlich eingeholt von der Realität und das nimmt einen dann so ein bisschen diese Unbefangenheit. Und deshalb habe ich gesagt, also was immer du tust, du bist immer ein politischer Mensch. Wenn du nichts tust, dann nutzen andere dein Schweigen, um auch politisch aktiv zu sein. Und da ich immer ein aktiver Mensch gewesen bin, habe ich gesagt, okay, dann werde ich nicht im Sinne einer Partei politisch, aber ich äußere mich und das ist natürlich dann auch für mich aber im positiven Sinne eine positive Betätigung, weil man sagt, was man denkt und weil man auch den Finger in die Wunde legt, quasi dort vor Ort, wo man die Kenntnis hat und wo man weiß, dass man auch gerade dieser Natur und den Menschen dort eventuell auch etwas wiedergeben kann. Also würden Sie sagen, dass dieser wissenschaftliche Einfluss dann auch von der Expedition, von den Wissenschaftlern, die dabei waren, dann Ihr Denken auch weitergeprägt haben und dann irgendwie eine fruchtbare Wechselbeziehung entstanden ist? Ganz entscheidend. Dass dann zwei Welten sozusagen zusammenkommen? Ganz entscheidend. Also ich habe neulich mit dem Professor Latif gerade wieder zusammengesessen, der ja auch ein Klimaforscher ist. Und der hat auch auf einer Pressekonferenz jetzt längst gesagt, also wir liefern die wissenschaftlichen Daten und Erkenntnisse und du lieferst die Bilder. Mhm. Und so ist es auch. Es ist also wirklich so interdisziplinäres Arbeiten, was dort entstanden ist. Jemand, der vor Ort ist, kann natürlich irgendwie anders darüber berichten als jemand, der, wollen wir sagen, die wissenschaftlichen Grundlagen für bestimmte Aussagen schafft. Und insofern gibt es auch keine Berührungspunkte und das ist wirklich, finde ich, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Ja. Also es ist sozusagen, also ich würde zusammenfassen, als symbiotisches Verhältnis. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass es ja nicht nur dieses Verhältnis von Ihnen zur Wissenschaft gibt, sondern Sie tragen das Wissen ja auch weiter. Und Sie machen auch oder mitorganisieren das ICE Climate Education Camp. Und das würde mich auch noch interessieren, wenn Sie vielleicht noch mal kurz erläutern können, was das genau ist und was Sie da tun. Ja, also
Ich habe mich ehrlich gesagt auch immer geärgert, dass junge Leute so unpolitisch geworden sind. Also so diese 68er-Generation, ich habe zwei ältere Schwestern, die da sehr aktiv involviert gewesen sind und ich habe das natürlich immer irgendwie mitverfolgt und so diese ganze Bewegung, die damals entstanden ist, die Gesellschaft ja auch umgekrempelt hat. Und dann wurde es plötzlich irgendwie so, dass junge Leute einfach total unpolitisch wurden, sich überhaupt nicht mehr dafür interessierten. Und ich habe mich immer gefragt, wie kannst du dem denn mal entgegensteuern? Ich wusste ja nun, dass ich da nun nicht irgendwie die Welt auf den Kopf stellen kann. Aber wir haben uns im Team damals immer gesagt, also wir reden immer über Klimawandel und wir lamentieren darüber, dass junge Menschen so unpolitisch geworden sind. Aber was machen wir denn selbst in unseren Möglichkeiten dagegen? Und da haben wir gesagt, wir machen... initiieren Jugendcamp. Das war 2007, das war anlässlich des sogenannten internationalen polaren Jahres, das von der wissenschaftlichen Community alle paar Jahre mal ausgerufen wird. Wir beteiligen uns mit diesem Jugendcamp auf Spitzbergen und haben dann also so einen Wettbewerb gemacht, wo wir junge Menschen aus verschiedenen Nationen, weil Klimawandel ist ein globales Problem, kein nationales Problem, quasi dann, das waren damals glaube ich 12 oder 14 Jugendliche, die dann zusammenkamen und wo dann Wissenschaftler ehrenamtlich die Vorträge gehalten haben. Also es war so ein bisschen, es sollte ja keine Ferienfreizeit sein, sondern es sollte aber auch nicht die Fortsetzung des Schulunterrichts mit anderen Mitteln sein, sondern wir wollten junge Menschen sensibilisieren für diese Thematik und vormittags erklären, was ist ein Gletscher, warum ist er wichtig, was passiert mit ihm. Und wenn man dann einen Jugendlichen aus dem kleinen grönländischen Ort Kanak hat und ein Jugendlicher oder eine Jugendliche aus Namibia, um nur ein Beispiel zu nennen, wie die unterschiedlich den Klimawandel erleben und erfahren und wie die im Dialog miteinander umgehen, dann hat das ganz viel Energie freigesetzt. Und vormittags, wie gesagt, diese Theorie, nachmittags auf dem Gletscher stehen und ganz viele Aktivitäten machen und dann war das Camp zu Ende, die jungen Leute sind alle wieder nach Hause gefahren als Multiplikatoren, so haben wir das auch empfunden, um zu Hause eben das, was sie gesehen und gelernt haben, weiter zu berichten. Und wir waren ja nicht vermessen, wir wussten ja, dass wir damit nicht das Problem lösen konnten, aber das war eben der Beitrag, den wir leisten können. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Selbstverständnis, dass jeder Mensch in seinem Bereich überlegt, welchen Beitrag kann ich denn leisten? So ein Verlag wie Nadja Kneißler, jetzt mitleidet den Delius Klasing Verlag, wenn die wirklich versuchen, nachhaltig ihre Produkte auf den Markt zu bringen und trotz aller wirtschaftlichen Zwänge, in denen jedes Wirtschaftsunternehmen natürlich gefangen ist, trotzdem den Versuch unternimmt und das erfolgreich auch unternimmt, dann ist doch genau das die Message, die auch an andere ausgesandt werden muss. Wir müssen versuchen, jeder in seinem Bereich, ich für den Bereich, für den ich stehe, und ihr für den Bereich, für den ihr steht, jeder irgendwie etwas bewegen. Und deshalb freue ich mich auch. Also dieses Camp läuft immer noch, deshalb freue ich mich zum Beispiel auch, wie eine Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament am Freitag den Schulstreik ausgerufen hat und dadurch diese Bewegung entstanden. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie stehen Sie denn dann zu Friday for Future? Ist es eine Fortführung, eine Weiterführung oder einfach eine andere Säule? Oder? Ja, ich habe es ja eben angedeutet. Ich finde es wirklich großartig, weil es braucht ja oftmals irgendwie so Galionsfiguren, die so etwas anschieben und das ist eben halt die Greta. Aber es ist Greta ja nicht alleine. Es gibt die Scientists for Future, es gibt die Omas for Future, es gibt alle möglichen Leute, die sich für die Zukunft engagieren. Und man hat ja auch damals gesagt, das sind halt Schüler, die schwänzen nur die Schule und warten mal ab, wenn die Ferien sind, dann passiert da sowieso nichts mehr und nach Corona ist das sowieso die ganze Bewegung tot. Ist es überhaupt nicht. Wir haben das vergangenen Freitag oder vorletzten Freitag hatten wir wieder eben halt diese Fridays for Future Demos, eine weltweite Aktion. Muss ich euch nicht sagen, junge Leute sind alle heute bestens vernetzt und die Kommunikationswege werden sehr effektiv genutzt und es ist etwas in Bewegung geraten, was eben nicht tot ist. Und es geht eben wirklich um ein zukunftsträchtiges Thema. Und was ich in dieser ganzen
Diskussion auch, es gab dann diese unqualifizierten Äußerungen nach dem Motto, man solle das doch bitte sehr den Profis überlassen. Die Profis haben es vermasselt, nicht? Also meine Generation hat es vermasselt. Also müssen junge Menschen wirklich diese Forderung aufstellen und junge Menschen dürfen unkonventionell sein. Junge Menschen dürfen vielleicht auch Forderungen stellen, die sich nicht so ohne weiteres erfüllen lassen. Aber was junge Menschen, ich sage es einfach mal, ihr könnt mir ja gerne widersprechen, aber was junge Menschen heute nicht mehr hören wollen, warum etwas nicht funktionieren soll oder nicht etwas, warum etwas nicht funktioniert, sie wollen hören, wie es funktionieren kann. Also diese, und das ist ein positiver Denkansatz, finde ich. Nicht lamentieren, es geht ja alles nicht, viel zu teuer und geht nicht und so weiter, sondern das wird nicht mehr diskutiert, sondern wie lösen wir das Problem? Und deshalb finde ich so eine Bewegung, ich wähle dieses Wort ganz bewusst, wie Fridays for Future, unglaublich wichtig. Ja, und wir haben jetzt auch darüber geredet, dass so eine Greta Thunberg, die ist auf jeden Fall ein Gesicht, die ist das Aushängeschild von so einer Bewegung. Und da gibt es verschiedene. Und was mich auch noch interessiert, wo sehen Sie sich genau? Wo verorten Sie sich in diesem Raum der Figuren in dieser ganzen Thematik? Also, ja, das ist schwer zu beantworten. Also ich bin natürlich einer von vielen Mahnern, die es gibt. Aber ich habe natürlich eine Biografie, wie sie andere nicht haben, aufgrund meines Lebenswandels, aufgrund der Aktionen und Projekte, die ich durchgeführt habe. Also insofern habe ich da vielleicht so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, aber das sage ich jetzt nicht aus Eitelkeit oder um dadurch irgendwelche Qualitätskriterien hervorzuheben, sondern es ist einfach so aufgrund meiner Biografie. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass ganz viele Menschen, auch die vielleicht auf eine andere Art und Weise Alleinstellungsmerkmale haben, so wie Greta Thunberg auch oder Luisa Neubauer und wie sie alle heißen, dass die sich zu Wort melden, dass man nicht einfach andere über sich selbst hinweg regieren lässt oder einfach auch so vermeintliche wirtschaftliche Zwänge einfach akzeptiert, sondern alles hinterfragt. Und das ist aus meiner Sicht eben auch mit dem, was ich erlebt und mit meinem Lebensalter auch irgendwie eine Bürgerpflicht. Ich finde, man muss sich dazu äußern. Ja, sehr lobenswert auf jeden Fall, muss man sagen. Aber das sehen wir, glaube ich, alle genauso, dass es an der Zeit ist, sich dazu äußern und dass da jeder, der seinen Teil weiter beizutragen hat. Ist das, was Sie meinen, auch wenn Sie im Buch von Handeln sprechen, schon, oder? Dieses, dass jeder letztendlich in seinem Spielraum, den er hat, einfach möglichst versuchen soll, was zu tun. Und jeder hat einen anderen Spielraum und jeder sollte diesen Spielraum dann ausnutzen. Ja, ich schreibe das ja auch in diesem Buch, sogenannte Best-Practice-Beispiele. Also ich erlebe das auch ganz oft, wenn man irgendwie so einen Vortrag zum Thema Klimawandel hält, dann sitzen die Leute da, sind ganz deprimiert und sagen, oh, wie furchtbar und das ist ja eh alles zu spät, der Zug ist abgefahren, was sollen wir denn jetzt noch machen? Das darf nicht passieren. Man muss immer irgendwie so ein bisschen dieses Think Positive, also diese positiven Denkansätze vermitteln. Man darf Menschen nicht in eine Lethargie oder Depression stürzen, weil das generiert dann Untätigkeit, sondern man muss immer irgendwie den Ansatz so formulieren nach dem Motto, wir haben ein Problem, aber wir können dieses Problem auch lösen. Und daran ist auch jeder dran beteiligt, aufgrund seines Konsumsverhaltens beispielsweise. Also es gibt immer dieses etwas blöde Beispiel der Plastiktüte in den Supermärkten, die man nicht mehr mitnehmen soll und nicht mehr mitnehmen darf. Ist ja alles völlig richtig, aber das ist ja nur wirklich ein klitzekleines Teil. Also wie verhalte ich mich, wie gestalte ich mein eigenes Leben, wie fahre ich, wie reise ich, wie sieht man persönlicher CO2-Abdruck ab, aber es dreht sich auch nicht nur um Emissionen, sondern insgesamt mit Ressourcen umzugehen. Das halte ich für etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ja, gerade zu den Best-Practice-Beispielen wollte ich noch fragen, was mir aufgefallen ist beim Lesen des Buches, ist, dass ja durchaus dann auch einen sehr kompromissbereiten Ton gegenüber der klassischen Wirtschaft oder der letztendlich den Kapitalismus auch einschlagen. Und was ich mich gefragt habe, ist, oder wir uns gefragt haben, ist, ob es überhaupt möglich ist, so einen grünen Umbau in den jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen anzustoßen. Also glauben Sie, dass das möglich ist?
Also wir brauchen politische Rahmenbedingungen, ist ja ganz klar. Ja. Also wenn ich mal den Handel mit CO2-Zertifikaten betrachte, der ja völlig unter Preis war, da wurden ja verschleudert, die Dinge, da hat sich ja keiner drum geschert. Erst nachdem eine wirkliche höhere Bepreisung auf den Markt gebracht wurde, und das sind die Leitplanken, die Politik natürlich leiten muss, erst da war es für die Wirtschaft dann auch interessant zu sagen, na gut, also müssen wir doch mal sehen, dass wir irgendwie unsere Emissionen reduzieren. Ja. Man braucht diese Leitplanken und bestimmte Regularien, also nur auf die Kraft des Marktes würde ich nicht vertrauen. Ja. Der Markt reguliert das nicht alleine. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch und da handle ich mir sicherlich auch viel Widerspruch an, aber davon bin ich überzeugt. Aber Wirtschaft pro Klima, ich glaube, es gibt eben ganz viele Unternehmen, mit denen ich auch im Dialog bin, die wirklich, gerade mittelständische Unternehmen, die wirklich wegweisend sind, die versuchen nachhaltig zu produzieren. Trotzdem stehen die natürlich immer im Wettbewerb. Also das muss man auch berücksichtigen. Da kann man ja die wirtschaftlichen Zwänge nicht einfach ausklammern. Aber es gibt ja ganz viele positive Ansätze. Und wenn man heute zum Beispiel dieses Energiegeschäft anguckt, der Stromkunde hieß früher bei den Großen, bei RWE und E.ON und der hieß nicht Kunde, der hieß Abnehmer. Das heißt, die mussten ja den Strom wirklich abnehmen und die Preise wurden halt vorgegeben. Der Markt ist heute virulenter geworden, ist ein anderer geworden. Und ich schreibe es ja auch in dem Buch, also am Beispiel der Windenergie. In den 80er Jahren, wenn man gesagt hätte, Windenergie oder erneuerbare Energien insgesamt würden mal einen nennenswerten Anteil am Energiemix in Deutschland annehmen, dann wurden sie ausgelacht. Die haben sich totgelacht, das haben die nie geglaubt. Nicht? Und heute wissen wir, dass es geht. Also wir brauchen diese Best-Practice-Beispiele, um Mut zu machen, um zu zeigen, es ist überhaupt nicht angebracht, jetzt in Fatalismus zu verfallen. Aber wir haben, und ich sage das mal in dieser drastischen Formulierung, verdammt nochmal, nicht mehr die Zeit, jetzt noch weitere Jahrzehnte auf irgendein Wunder zu warten. Wir müssen heute agieren. Es kommen dann immer wieder die Argumente, dass Bill Gates ja auch an diesem Langwellenreaktor forschen lässt. Das kann man ja alles machen, bloß es gibt noch nicht mal einen Forschungsreaktor davon. Und wenn dann erst in ein paar Jahrzehnten und bevor das serienreif ist, ist ein halbes Jahrhundert oder mehr weg. So lange haben wir nicht mehr Zeit. Egal, was da irgendwie an Argumenten vorgebracht werden, dass vielleicht ja irgendwann mal was käme. Wir müssen mit den Dingen, die wir jetzt zur Verfügung haben, und das sind eben die erneuerbaren Energien, damit müssen wir unser Energieproblem lösen. Und das dürfen wir eben nicht noch über Jahre hinweg vor uns herschieben, sondern mit der gleichen Werf, mit der gleichen Energie und Entschlossenheit, wie wir Corona bekämpfen, müssen wir auch den Klimawandel bekämpfen. Genau. Vielleicht darf ich dann mal die Frage aus dem Chat dazwischen werfen. Die geht eigentlich auf das Gleiche ein, was Thiel gerade schon gefragt hat, nämlich ob sie die liberale Weltwirtschaft als nicht nur Beschleuniger, sondern Mitverursacher des menschengemachten Klimawandels verstehen und wenn ja, was ihr Vorschlag wäre, wie man damit umgehen muss. Naja, also alle Steuerungsmechanismen, die in sozialistischen Staaten irgendwie probiert worden sind, haben ja nicht funktioniert. Das muss man einfach mal so sehen. Also, und ich bin auch jetzt nicht irgendwie der alles durchregulieren will. Ich glaube schon, dass eine liberale Wirtschaft entscheidend ist, um auch eine Wirtschaft am Florieren zu halten. Aber es darf eben auch, es muss in die richtige Richtung gehen. Also man hat natürlich Spielräume, wo man etwas machen kann, aber wenn ich mir die Automobilindustrie beispielsweise in Deutschland angucke, da baut man nach wie vor irgendwelche riesenschweren Limousinen mit Verbrennungsmotoren, mit was weiß ich wie viel 100 PS und so weiter, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Und wenn ich mir dann eben gerade auch so teilweise andere Anbieter aus dem asiatischen Raum auch angucke, die viel, viel weiter sind, was Batterietechnologie teilweise sind, was Fahrzeug, also Elektromobilität und auch Wasserstofftechnologie angeht. Wir waren mal Weltmarktführer in der Solartechnik, das sind längst die Chinesen geworden. Bei der Windenergie ist es ähnlich. Wir verlieren Marktanteile, weil wir irgendwie zu träge sind, weil wir da stagnieren. Und hier muss natürlich irgendwie ein internationaler Wettbewerb stattfinden, aber es müssen eben auch klare
wie ich es vorhin gesagt habe, Leitplanken seitens der Politik vorgeben, sodass wir keine Wettbewerbsverzerrung haben. Aber wir müssen Impulse setzen, wir müssen Anreize setzen, in die richtige Richtung zu investieren. Und dann kann man, glaube ich, auch den Markt sich selbst wieder überlassen. Dann wird er es innerhalb dieser Leitplanken eben auch regeln, ohne dass es zu einer staatlichen Direktive im Allgemeinen kommt. Aber ist es nicht trotzdem vielleicht, was man braucht? Also wenn man sagt, es geht am Ende doch nur, dass die Unternehmen noch wirtschaften können, dann steht doch am Ende immer Gewinnmaximierung noch im Mittelpunkt. Also ich glaube, Unternehmen kriegt man nie dazu, möglichst umweltfreundlich zu handeln. Also reicht es ja am Ende. Das sehe ich anders. Ja. Das sehe ich anders. Also ich kenne Unternehmen, die, was ich ansprach, mittelständische Unternehmen, zum Beispiel ein Unternehmen, das ist ein mittelständisches Unternehmen, aber ein größeres mit 2000 Mitarbeitern, die haben zum Beispiel so ein Galvanisierungswerk, also Feuerverzinkung. Das ist eine ganz dreckige Branche gewesen, also mit Emissionen und Abfällen. Und die sind selbst angefangen, schon in den späten 80er Jahren, ihre Produktion langsam umzustellen. Da gab es auch überhaupt nicht diese Diskussion und diese Ansätze. Das ist eine Philosophie, wollen wir sagen, dieses Familienunternehmens gewesen. Und heute sind die vielfach ausgezeichnet und haben wirklich ihre Mitbewerber letztendlich gezwungen, auch mitzuziehen, so peu à peu. Also die kommen auch und suchen da Rat. Also es gibt immer, man braucht auch immer diese Leuchttürme irgendwie, die ein bisschen Strahlkraft haben, die es einfach anders machen, aus Überzeugung, und die damit zeigen, es geht auch anders. Und das ist auch ein großes Wirtschaftsunternehmen, das natürlich Gewinne erwirtschaften muss. Also irgendwie müssen natürlich solche Unternehmen wirtschaftlich zurechtkommen. Das geht im Kleinen wie im Großen geht das so. Und ich glaube, wir schaffen es nicht, indem wir das verstaatlichen. Also das wäre ja die andere, der Staat ist immer der schlechteste Unternehmer schlechthin. Also ich glaube, wir brauchen, wie gesagt, diese Leitplanken, und wir brauchen auch ethische und moralische Deckelungen in bestimmten Sachen, ganz klar. Aber man muss innerhalb bestimmter Leitplanken den Markt sich selbst auch regulieren lassen, das glaube ich schon. Ich glaube, ich würde darauf gern eingehen. Wir hatten ja eben über die Profis gesprochen, die das in die Hand nehmen sollten und die das auch können. Es klappt ja, wie wir sehen, nicht so gut. Herr Fuchs, welche konkreten Maßnahmen müssen die verschiedenen Regierungen ergreifen, damit wir noch vielleicht so Steps in die richtige Richtung gehen? Ja, zunächst muss man zu seinem Wort stehen. Also wenn ich mir diese ganzen UN-Klimakonferenzen angucke, die es über Jahrzehnte mittlerweile immer kurz vor Weihnachten gegeben hat, wo dann die ganzen Staaten zusammenkamen oder die Repräsentanten, das war ein Riesenauftrieb immer von UN-Konferenzen, und wo das Problem dann verwaltet, ausgesessen worden ist, oder wie Klaus Töpfer das mal so schön formuliert hat, es ist die Zeit der drei großen Ds gewesen. Deny, delay, do nothing. Also leugne es ab, verzögere es, mach einfach gar nichts. So ist man diesem Problem begegnet. Bis 2015. 2015 hat man in Paris auf der UN-Klimakonferenz wirklich mal verbindliche Klimaschutzziele festgeschrieben. Was hat ein US-Präsident gemacht? Er hat also diese Allianz verlassen. Andere Staaten haben einfach diese Ziele nicht erfüllt. Deutschland gehört auch dazu. Die hat das auch nicht, haben das auch nicht erfüllt. Wenn man wirklich zu dem, was man verbindlich gesagt hat, auch steht, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Und das mag ja schwierig sein, und das mögen ja auch teilweise schmerzliche Einschnitte sein, aber wenn wir es nicht machen, die Folgen, ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich mit so ein bisschen konservativen Repräsentanten aus der Energiebranche rede, die mir dann hochrechnen, dass diese Energiewende die Volkswirtschaft pro Jahr 18 Milliarden Euro kostet, Deutschland 18 Milliarden Euro, da ist es immer ganz schwer, diese Zahlen zu verifizieren. Aber wenn man einmal weiß, was die Folgekosten des ungebremsten Klimawandels sind, dann sind das so verschwindend geringe Summen, die sind um ein Vielfaches höher und teurer, als wenn wir jetzt endlich diese Ziele, die wir uns mal und die wir unterschrieben haben, auch als Staat, die dann auch wirklich mal einhalten. Also das ist das Entscheidende. Ich glaube, man muss einfach zu dem stehen, was man auch gesagt hat. Mhm. Wolltest du
Okay. Ja, Sie schreiben häufig in Ihrem Buch, alles hängt miteinander zusammen. Ich finde, das schlüsselt sich auch darin, welche Probleme wir in der heutigen Zeit haben. Wir kämpfen mit Gesundheitsproblematiken, Flüchtlingsbewegungen und Kriege, die einhergehen. Warum denken Sie, ist dieses Denken an sich so wichtig, dass wir... Also ich stelle immer fest, dass viele Menschen Thema Klimawandel, dann sagen sie, ja, das ist schlimm, der Klimawandel, klar. Und, aber ich meine, bei uns ja nicht ganz so. Nicht? Also dann ist die Sommersaison ein bisschen länger und ist ein bisschen schöner, brauchen wir nicht ans Mittelmeer. Also gut, andere haben vielleicht Probleme, naja, müssen wir vielleicht... Also es wird so ein bisschen bagatellisiert und man blickt immer irgendwie so auf seinen ganz persönlichen Rahmen. Das ist aber nicht so. Also wenn wir dieses Migrationsproblem anschauen, dann ist das etwas, was unser Leben ja auch betrifft. Und das Migrationsproblem kann man nicht separat betreiben. Wenn man afrikanische Länder anguckt beispielsweise, denen die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen ist, was sollen die Menschen denn bitte sehr machen? Die setzen sich nicht hin und verdursten oder verhungern, sondern die fangen natürlich an zu wandern. Und das sind doch keine Abenteurer, was so ein bisschen in der perfiden Argumentation einiger rechtsgerichteter Parteien auch immer gesagt wird, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind. Es sind Klimaflüchtlinge, es sind sicherlich auch Wirtschaftsflüchtlinge, es sind Menschen, die verzweifelt sind. Und die irgendwie versuchen, irgendwo anders Fuß zu fassen. Und Herr Orban kann wirklich seinen Zaun so hochbauen, wie er will. Ich garantiere, dass wenn Menschen, die wirklich verzweifelt sind und die keine andere Alternative haben, auch den höchsten Zaun dieser Welt übersteigen werden, weil es eben nicht anders geht. Also diese Verzahnung von verschiedenen Dingen, wenn man ein Land wie Bangladesch, ich habe es da auch drin geschrieben, das ist etwa so groß wie Deutschland von der Fläche, aber es leben dort doppelt so viele Menschen wie bei uns. Wenn da der Meeresspiegel steigt, dann können die nichts machen. Das ist so flach gelegen, das wird überflutet, die Menschen werden dieses Land nicht mehr bewohnen können. Was machen die? Die wandern weiter woanders hin, wahrscheinlich zu den großen Städten, landen dort in den Slums oder wandern weiter. Das bildet so unheimlich viel Konfliktpotenzial und davon gibt es ganz viele Beispiele. Und diese Konflikte oder auch Syrien, wenn man sich das anguckt, wer weiß schon, dass vor diesem fürchterlichen Bürgerkrieg in Syrien eine Dürre geherrscht hat, die 45% der in der Landwirtschaft beschäftigten Menschen ihren Job gekostet hat. So, und wenn Menschen verzweifelt sind, dann ist das immer ein guter Nährboden für religiöse Fanatiker, für Extremisten, Stichwort IS, der dann Fuß gefasst hat. Also das sind ja alles Dinge, die uns ursächlich auch mit betreffen und tangieren. Und ein steigender Meeresspiegelanstieg an unseren Küsten sowieso. Schleswig-Holstein bezahlt jedes Jahr 80 Millionen Euro in den Küstenschutz. Bei Hamburg, ich weiß es nicht genau, Niedersachsen liegt ähnlich hoch und Bremen. Also all diese Länder zahlen schon ganz viel Geld da rein. Und es berührt uns jetzt schon ganz augenscheinlich. Also deshalb bin ich immer ein Gegner, dass auseinander zu dividieren und immer nur Problemkomplexe zu betrachten, sondern man muss das ganze große Ganze machen. Ähnlich. Mhm. Wir hatten eben schon mal kurz die Corona-Pandemie auch im selben Zusammenhang angesprochen. Sie zeigen auch in Ihrem Buch auf, dass im Angesicht einer Notlage die Regierung schon handlungsfähig ist und auch das auch schnell. Das macht ja zunächst Hoffnung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind aber natürlich schon jahrzehntelang bekannt und es wurde überhaupt nichts getan. Was muss denn aus Ihrer Sicht geschehen, damit die Regierung sich diesem Thema Klimawandel mit einer ähnlichen Dringlichkeit zuwendet? Also Politiker denken in Legislaturperioden, so wie Großunternehmen in Shareholders Value denken. Also das sind so die Grenzen, in denen oftmals gedacht wird, man will wiedergewählt werden, man will keine unpopulären Entscheidungen treffen. Die Cheflobbyisten der großen Unternehmen, der Automobilbranche und anderen sitzen in Berlin auch, nicht mit am Tisch, aber gleich vor der Tür. Also es gibt da ganz anderes Gemenge. So, und der Klimawandel ist immer, wenn der Himmel blau oder violett gefärbt wäre, ich glaube, dann wäre das etwas, was man nicht weg hätte diskutieren können. Aber so wird es immer ein bisschen weggeschoben. So wie Al Gore das mal gesagt hat, das ist wirklich eine unbequeme Wahrheit. Und das ist
ist eben die Krux bei dieser Sache. Bei Corona ist es eben so, dass es eine ganz unmittelbare Bedrohung hat. Corona ist plötzlich da, die Pandemie, und bedroht unsere Gesundheit, unser Leben, unser kulturelles Leben im gleichen Maße, das Geschäftsleben, so wie wir das heute hier auch veranstalten. Das ist alles Corona. Und da hat man gesagt, das wollen wir nicht. Also das ist gefährlich, das beeinträchtigt die Gesundheit, das schädigt die Wirtschaft, das schädigt das soziale, kulturelle Leben, das wollen wir nicht. Und dann plötzlich ist man bereit, also ist ganz egal, was das kostet. Ich frage mich immer, wo die ganzen Milliarden herkommen, die plötzlich für Anti-Corona-Maßnahmen freigesetzt werden. Ich finde es ja gut, dass so reagiert wird. Ich stelle das gar nicht in Frage. Ich finde, das ist genau die richtige Verfahrensweise. Nur diese Dringlichkeit des Handelns, die haben wir eben beim Klimawandel genauso. Bloß dort wird es nicht als eine solche Bedrohung wahrgenommen. In der Öffentlichkeit nicht. Und in der Politik handelt man teilweise wider besseren Wissens, das ist leider so. Und in der Wirtschaft hat man eben auch andere Interessen nach dem Motto, na, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber das ist eben Trugschluss. Also denken Sie, dass solche drastischen und umfassenden Maßnahmen erst wahrscheinlich dann getroffen werden, wenn da schon mal ein riesiger Deich bricht, oder? Ja. Das ist so. Also diese Naturkatastrophen, aber ich meine, wir brauchen ja nicht mehr hier bei uns den Deich anzugucken. Ich meine, in den USA, wenn wir sehen, was in Kalifornien dort abbrennt, wenn wir sehen, was letzten Weihnachten in Australien abgebrannt wird, man schätzt, dass 1 Milliarde Tiere dort verbrannt sind. Es sind nebenbei bemerkt auch 30 Menschen ums Leben gekommen durch diese Feuerbrünste. Und das wird jetzt wahrscheinlich wieder passieren. Und in Kalifornien brennt es ja überall noch lichterloh. Und dann gibt es in Brasilien eben halt auch, naja, dass dann auch noch Feuer gelegt wird, um Brandrodung zu machen, um neue Weideflächen dann irgendwie zu bekommen. Das ist eben etwas, was ganz, ganz kritisch ist. Sehe ich auch so. Kommen wir mal wieder zu uns als Privatperson. Was könnten wir denn noch dazu beitragen, dass solche umfassenden klimapolitischen Maßnahmen schneller getroffen werden, abgesehen von Demonstrieren und dem eigenen Lebenswandel ändern? Ihr seid die Wähler. Also ihr seid die Wähler und stellt eure Bundestagsabgeordneten oder so zur Rede. Die wollen wiedergewählt werden und macht klar, dass dass es euch wichtig ist, dass klimapolitisch, umweltpolitisch etwas geschafft wird. Und ich mache hier jetzt auch wirklich nicht Werbung für die Grünen oder sonst irgendetwas, sondern es ist ganz egal. Man muss es sein Abgeordneten oder in der Politik einfach deutlich machen, dass wir nicht damit einverstanden seid oder dass ihr nicht damit einverstanden seid, in welche Richtung der Zug jetzt im Moment fährt. Weil es geht um eure Zukunft und ihr müsst damit klar sehen. Ihr werdet irgendwann Familien gründen und möchtet eure Kinder irgendwie auch in eine Zukunft entlassen, die lebenswert ist und die Perspektiven entwickelt. Wir sind knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde und wir werden immer mehr. Um das auch vielleicht nochmal zu verdeutlichen, 1974 waren wir gerade mal 4 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir knapp 8 Milliarden Menschen. Und das ist auch so ein exponentieller Anstieg. Und das ist eben halt wirklich auch, beinhaltet natürlich andere Rahmenbedingungen. Und insofern ist das entscheidend, dass ihr euch artikuliert und sagt, wir wollen, dass wir eine lebenswerte und vernünftige Lebensbasis und Zukunft haben. Gerade auch im privaten Bereich bekommt man oft das Gegenargument der vielen Jobverluste. Was sagt man dann solchen Menschen? Sollte man eher da in die Richtung gehen, dass die Firmen sich drum kümmern sollten, um Alternativen? Ja, das stimmt doch auch von der Sache gar nicht her. Also die erneuerbaren Energien sind eigentlich Jobmotor gewesen. Also wir haben in den erneuerbaren Energien viel mehr Beschäftigte als beispielsweise in der Braunkohle. Also man schätzt, wenn man alle Beschäftigten aus der Braunkohlebranche zusammenzieht, aber da ist auch schon der Pförtner und irgendwie der Fahrer mit dabei, der vielleicht noch woanders einen Job finden würde, dann sind es irgendwie bei 20.000 Menschen. Also Steinkohle ist quasi fast nicht existent. Also
wir brauchen Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke derzeit immer noch, um so eine Grundlastversorgung sicherzustellen. Auch da arbeitet man und wird man irgendwie Lösungen finden müssen. Aber es ist nicht so, dass die erneuerbaren Energien und das zukunftsträchtige Green Technology, sage ich jetzt mal, Jobs kostet. Im Gegenteil, es schafft auch neue Jobs. Es wird natürlich eine Veränderung des Marktes bewirken. Also wenn ich keinen 8-Zylinder-Verbrennungsmotor mehr herstelle, dann wird das nicht nur die Automobilkonzerne treffen, sondern natürlich auch, ich sage mal, mittelständische Zulieferbetriebe, die jetzt, was weiß ich, die Ventilfedern für irgendein Auto oder sowas geliefert haben. Aber auch da, und das ist dann auch wirklich das Gesetz des Marktes, dann müssen die sich eben auch rechtzeitig umstellen. Wir können ja nicht den Status quo bewahren, nur um jetzt bestimmte Betriebe in ihrer Fertigung so weitermachen zu lassen und dabei das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Also wäre es zum Beispiel eine Idee, dass die Menschen aus der Braunkohle zum Beispiel in die erneuerbaren Energien gehen? Ja, oder man muss sozialverträgliche umschulen, das wird nicht immer funktionieren, weil ich weiß, die Menschen aus der Lausitz wollen wahrscheinlich nicht an die Nordsee gehen oder ich weiß es nicht. Aber man muss natürlich verträgliche Lösungen finden. Aber wenn man sich anguckt, was jetzt gerade, Stichwort Corona, an Mitteln freigesetzt worden ist, um Leute zu unterstützen, dann sind das Bedingungen. Also man könnte wahrscheinlich jeden in der Braunkohlebeschäftigten auch abfinden. Will man nicht. Man muss sozialverträgliche Lösungen finden. Das ist mir völlig klar. Es geht hier um Menschen und es geht hier nicht um Maschinen, die irgendwie abgestellt werden. Aber das ist halt eben eine aussterbende Technologie. Die wird es irgendwann nicht mehr geben. Und wenn man sich anguckt, was die Braunkohle auch ja nicht nur an Emissionen freisetzt, sondern was das für ein Raubbau an Naturressourcen ist, Stichwort dieser Forst, auf den ich im Moment jetzt nicht komme. Ja, Hambacher Forst. Also was da auch ein Eingriff in Dörfer, in gewachsenen Strukturen stattfindet, das sind auch Schicksale. Es sind also nicht nur die in der Braunkohle Beschäftigten davon betroffen, sondern es sind auch Menschen, die mit der Braunkohle gar nichts an Hut haben, aber die trotzdem davon betroffen sind. Und auch das muss man bitte sehr dann mit in die Waagschale ein. Darf ich eine Zwischenfrage zu haben? Wir haben jetzt ganz viele Gründe irgendwie gehabt. Also wir haben Fridays for Future, die sich einsetzen. Wir haben ganz viele Aktivisten. Und trotzdem, und wir haben gerade gehört, bei Corona geht es ja wirklich sehr, sehr schnell, dass jetzt Mittel zur Verfügung gehen und haben darüber geredet. Aber trotzdem hat man ja das Gefühl, dass alles immer noch viel zu langsam passiert. Und nochmal, deswegen wollte ich nochmal zurückgehen zu der Frage, was glauben Sie denn? Was könnte man denn wirklich noch machen, damit diese Dringlichkeit endlich wirklich ankommt? Und zwar nicht nur ankommt, wie sie jetzt ankommt, was ja schon viel in die richtige Richtung ist, aber was ja offensichtlich nicht schnell genug geht. Haben Sie da Ideen? Also, wenn ich meine, das ist, heißt ja auch letztendlich Neudenken, Klimaschutz, Wirtschaft, Neudenken. Ja, es kann ja nicht jetzt irgendwie den Knopfdruck geben, ja. Nicht? Also, oder das Patentrezept, das wird zu einfach. Also man darf es sich auch nicht zu einfach machen, aber die Wirtschaft muss natürlich sich auf diese neuen Gegebenheiten einstellen, auf die neuen Belange. Also was für ein Auto kaufe ich denn? Nicht? Oder brauche ich überhaupt ein Auto? Das sind die Sachen, die hören die Automobilkonzerne natürlich nicht gerne, das ist klar. Aber es muss einfach wirklich alles bedacht werden. Was brauche ich und womit komme ich diesem Problemkreis entgegen, als es zu ignorieren? Also und da gibt es natürlich in der Wirtschaft ganz viele verschiedene Möglichkeiten, neue Technologien. Also klar, sagen einige, also die Elektromobilität ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Individualverkehr generell. Also Ausbau des Personennahverkehrs, ganz sicher etwas. Aber es gibt dann auch auf Helgoland wird zum Beispiel soll jetzt zu so einem Wasserstoff-Hub werden. Da gibt es die ganzen Offshore-Anlagen, Stromüberschuss hat man gesagt, bevor man die abstellt, können die lieber Strom produzieren und daraus produzieren wir dann Wasserstoff, was dann wiederum verbrannt werden kann und verwendet werden kann. Also es gibt ja ganz viele pfiffige Ansätze und Technologien und die müssen wir
stützen eben auch. Und ich denke auch durch unser Konsumverhalten und dadurch auch, dass wir sagen, genau das wollen wir haben. Woher beziehen wir unseren Strom? Was machen wir? Aber auch im Dialog beispielsweise. Ich erlebe das auch gerade in Schleswig-Holstein, wo es sehr viel Windenergie gibt, dass mittlerweile viele Leute sagen, also Windenergie, aber nicht in meiner Nachbarschaft. Nicht? Und die Verspargelung der Landschaft und die Dinger sind ja hässlich. Mittlerweile will man auch keine Hochspannungsmasten haben und man will auch keine Erdkabel haben. Und man will das eigentlich alles gar nicht, kann irgendwo sein, bloß nicht bei mir. Das ist unsolidarisch zum einen und das ist natürlich irgendwie auch so ein Denken, also mir geht's gut und da möchte ich auch nichts dran ändern, sollen die anderen doch sehen, wie das Problem gelöst wird. Also da muss man in den Dialog auch eintreten und man muss auch mal das Wort dagegen sprechen. Also ich glaube, dieses sich artikulieren, um in der Gesellschaft eine Diskussion weiter voranzutreiben, die es ja gibt, aber weiter voranzutreiben, das ist ganz, ganz wichtig, weil das zur Bewusstseinbildung beiträgt und dann letztendlich auch ein Kaufverhalten wieder schafft, was die Wirtschaft wiederum wirklich dazu bewegt, vielleicht andere Produkte auf den Markt zu bringen, sich anders aufzustellen, so wie dieses Buch hier eben auch nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gefasst ist, dass das auch ein Verkaufsargument ist, dass man sagt, ich kaufe dieses Buch, weil mich vielleicht der Inhalt interessiert, wie auch immer, aber ich will solche Produkte auch bewusst unterstützen, eben weil das dieses Prinzip unterstützt. Ich glaube, damit sind wir auch diejenigen, die auch ihre kleinen Stellschrauben haben. Das heißt letztendlich, heißt Neudenken vielmehr auch so mit den Mitteln zu denken, die eigentlich eh schon da sind, sozusagen. Also eher umdenken. Weil das, was ich mich frage, ist eben, wie Sie sagen, jetzt Konsumverhalten, es gibt diese Beispiele eben, aber das ist ja dann nicht im klassischen Sinne Neudenken, sondern eigentlich ist es ein Umdenken von den Möglichkeiten, die wir schon haben, zu einem gesamtheitlicheren Ansatz. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Also wenn ich es auch so sehe, Tesla, um ein Beispiel, das in Brandenburg jetzt irgendwie da plötzlich da ein Riesenwerk aufsetzt und zwar innerhalb kürzester Zeit und so etwas macht, was die ganze Automobilindustrie hier irritiert hat und wie schnell so etwas funktionieren kann, dann ist das eine andere Herangehensweise. Und es ist natürlich diese... die Bewertung einer solchen Situation schon wichtig. Ja. Mhm. Sie haben es gerade schon wieder angeschnitten. Sie haben auf Ihren Expeditionen schon einige interessante Konzepte für Nachhaltigkeit kennengelernt. Welche halten Sie davon jetzt für die zukunftsfähigste? Von den kleineren auch? Da eine Abwägung zu treffen ist, wir haben ja ganz bewusst so insulare Lösungen gesucht. Also wenn man auf Island ist, dann hat Island ja komplett andere geologische Gegebenheiten oder Voraussetzungen als wir. Da gibt es halt Geothermie in unbegrenzten Mengen sozusagen. Also da wird der Dampf aus Bohrlöchern direkt auf die Turbine geleitet und der produziert dann Strom. Es gibt auch Wasserkraftwerke, alles mögliche. Also, aber das war eigentlich auch gerade die Botschaft, dass wir gesagt haben, guck mal, auf Island hat man die und die Gegebenheiten, um das Energieproblem irgendwie zu lösen. Und man macht dann noch viel mehr. Man bindet sogar CO2 und bringt das durch so einen chemischen Prozess. Verbindet man das mit, presst man das in die Erde rein und da bildet sich nicht etwa so eine Gasblase, wie man das hier bei dieser Verpressung von Kohlendioxid mal angedacht hat, sondern das bildet dann Kalksit, das ist ein Mineral, was man dann gefahrlos da unten auch lagern kann. Das geht aber eben nur da. Und so gibt es andere Beispiele, wie auf den Färöern und sonst wo. Was ich entscheidend finde, ist, dass man nicht irgendwie sagt, also wir brauchen jetzt die Lösung schlechthin, sondern wir müssen individuelle Lösungsansätze finden. Weg von einer Zentralisierung, mehr dezentralisiert. In Norddeutschland bei uns gibt es eben halt viel Wind und den muss man nutzen.
Sonne gibt es im Süden mehr, den muss man eben auch nutzen. Also, und man muss dann Transportwege schicken, die Logistik der Energieversorgung muss weiter ausgebaut werden. Also die Botschaft ist, dass wir pfiffige, individuelle Lösungen brauchen, die auf die jeweilige Region eben gut passen. Und die müssen wir einsetzen und nicht dieses behäbige, große Denken, also ein Kraftwerk, was ganz Deutschland versorgt. Also würden Sie auch weggehen, generell zum Beispiel jetzt auf die Landwirtschaft bezogen, von diesem globalen Denken, dass man eben zum Beispiel kein Fleisch mehr aus anderen Ländern importiert, sondern sein eigenes quasi herstellt. Ja, das ist ja Stichwort Nachhaltigkeit auch, nicht? Also und da muss man ja bei sich selbst auch anfangen. Also ich bin kein Vegetarier, aber wir essen beileibe nicht mehr jeden Tag Fleisch zu Hause, weil wir das nicht wollen. Und wir kaufen das Fleisch dann auch beispielsweise beim Bauern in der Regel, wo wir wissen, wie die Tiere gehalten werden, kommen nun auch mehr aus einer ländlichen Gegend, wo sich sowas auch leicht umsetzen lässt insgesamt. Wir müssen doch die Konsequenz sehen. Wenn Herr Bolsonaro in Brasilien da die großen Farmer unterstützt und das zulässt, wie der Regenwald abgebrannt wird, um Weiden zu schaffen, wo die indigene Bevölkerung schlichtweg ermordet wird. Das muss man auch einfach mal so deutlich sagen. Das ist eigentlich ein Völkermord, der aber international auch so toleriert und geduldet wird. So, dann sind wir als Verbraucher doch diejenigen, die überlegen müssen, ist das überhaupt, auch wenn wir Fleisch essen, ist das moralisch vertretbar, dass wir ausgerechnet daher jetzt so viel Fleisch importieren. Wir sind diejenigen, die den Markt auch mitregulieren. Und so geht das, glaube ich, bei ganz vielen Produkten. Also wir müssen einfach sagen, da sind wir nicht mit einverstanden. Dieses Roden der Regenwälder ist eine Katastrophe. Also jedes Jahr verbrennen da irgendwie in der Größenordnung von 135.000 Quadratkilometer, jetzt in dieses Jahr und letztes Jahr wird es noch mehr gewesen sein, alle drei Jahre entspricht das der Fläche von Deutschland. Und das sind so die Größenordnungen, die nur bei den Regenwäldern zur Disposition stehen. Wir müssen auch hier durch unser Kaufverhalten, ich glaube als Konsument haben wir eine ziemliche Macht und müssen einfach sehen, was wollen wir haben und was wollen wir nicht haben. Und da werden die Märkte darauf reagieren. Und ja, auch diese Schnäppchenmentalität. Das ist nämlich auch, glaube ich, ein großes Problem. Dass für die meisten, die nehmen das Argument, das ist mir zu teuer. Ja, aber es muss eben, das geht viel weiter. Also wenn ich das Stichwort in diesem Zusammenhang mal die Fischerei angehen darf. Also kenne ich mich sehr gut. Es gibt so kleine Familienbetriebe, die so Kutter haben, wo dann eine Familie von gelebt hat. Und dann gab es die kleinen Werften und die Netzbindereien und die Fischereigenossenschaft. Es war ein großes Umfeld von Menschen, die von dem Produkt Fisch gelebt haben. Und das dann natürlich auch seinen Preis hatte. So, dann wurden die aber mit EU-Mitteln beispielsweise mehr oder weniger gezwungen, die irische Fisch stillzulegen. Gleichzeitig, es gibt eine sehr starke Fischereilobby, wurden diese großen Industrietrawler mit EU-Mitteln subventioniert, die 365 Tage bei jedem Wetter draußen fischen können. Und man muss mal wirklich auf so einer Brücke gestanden haben, das ist wie Raumschiff Enterprise so ungefähr, mit der ganzen Elektronik, die dort ist. Das ist doch kein fairer Wettbewerb. Und warum funktioniert das? Weil man eben halt das Produkt Fisch möglichst billig am Markt anbieten will. Dann kostet eben, ich weiß nicht, was jetzt ein Hering kostet, aber dann kostet er, um mal einen Preis zu sagen, nicht mehr 1 Euro, sondern dann kostet er eben 2 Euro, 2,50 Euro oder was auch immer. Aber wenn dadurch die Bestände geschützt werden, dann kann ich mir eben nicht leisten, jeden Tag ein Hering zu essen. Und dann kommt natürlich das Argument, dass das sozial ungerecht ist, weil es Leute gibt, die sich auch den teuren Hering leisten können und andere nicht. Aber da hält sich dann wirklich auch ja, mein Mitleid in Grenzen, muss ich sagen. Also ich kann mir das dann nicht mehr leisten, der Umwelt zuliebe. Ich muss die Bestände schützen. Und wenn ich diese riesen Schweinemästereien, wie es sie ja nicht nur bei uns, sondern auch in Dänemark und anderen Ländern gibt, wenn ich das für eine nicht artgerechte Haltung empfinde, dann darf ich diese Produkte auch nicht mehr kaufen.
Und deshalb müssen die irgendwie auch so bepreist werden, dass man den Tieren ein Lebensumfeld gewährt, wo sie auch artgerecht gehalten werden können. Also Bioprodukte sind auch alle ein bisschen teurer und werden gekauft. Also diese Schnäppchenmentalität ist etwas ganz Furchtbares. Aber können Sie das wirklich sagen aus Ihrer privilegierten Situation heraus, dass ärmere Leute sowas, also kein billigeres Fleisch kaufen sollten? Also ich tue mich damit wirklich schwer, das so hart zu sehen, diesen Vergleich zu machen zwischen Klimanotstand auf der einen Seite, aber auch Lebenswert des Lebens, vielleicht das falsche Wort dafür, aber eben, dass man sich Sachen noch leisten kann. Und ich finde es ganz schwer, muss ich sagen, so der armen Bevölkerungsschicht dann das abzusprechen. Nein, aber es geht ja darum, die soll es ja auch haben, aber es muss ja nun nicht jeden Tag wirklich Fleisch gegessen werden. Das ist es ja. Und mal davon abgesehen, dass dieses Fleisch, was in der, die Koteletts, die in der Pfanne dann im Wasser schwimmen, weil die qualitativ eben auch nicht anspruchsvoll ist. Man muss doch einfach dahin kommen, dass ich sage, ich leiste mir lieber ein Kotelett, was weiß ich, alle 10 Tage oder sowas, aber das ist dann auch ein bisschen teurer, aber das entspricht dann auch einer anderen Qualität als diese Palette für 2,35 irgendwie, wo da 8 Koteletts drauf liegen und die auch nicht wirklich nicht schmecken. Also sowas kaufe ich zum Beispiel grundsätzlich nicht. Ich glaube, dieses Qualitätsbewusstsein und dass ein Stück Fleisch eben nicht an den Bäumen wächst, sondern dass dafür Tiere getötet werden und die unter unwürdigsten Bedingungen gehalten werden. Das ist doch auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir sagen, das wollen wir so nicht. Das hat etwas mit Nachhaltigkeit auch zu tun. Das dreht sich gar nicht darum, dass ich dem einen oder anderen das nicht gönne. Ich esse eben auch nicht so viel Fleisch mehr. Und viele anderen, weiß ich, tun das auch nicht mehr. Es muss nicht jeden Tag Braten auf dem Tisch stehen, das meine ich. Und es muss nicht jeder Tag ein Cheeseburger gegessen werden, sondern weniger kann einfach auch mehr sein. Und das ist eben dann auch so eine kollektive Verantwortung. Aber verlieren wir uns nicht vielleicht ein bisschen, wenn wir dann doch die Verantwortung für den Klimawandel auf den einzelnen Verbraucher, dem einzelnen Verbraucher zuschaufeln wollen? Weil am Ende sind ja die großen Emissionen verursachen, nicht die Einzelnen, die mal Fleisch kaufen oder eben nicht, sondern die Unternehmen. Und die haben ja gerade schon ein bisschen wieder rausgelassen aus dieser Verantwortung, indem wir sagen, sie brauchen auch Zeit, um sich umzustellen. Also für mich sieht da ein bisschen die Verantwortung beim Verbraucher zu viel dahingehend, dass es gar nicht so eine große Auswirkung hat am Ende. Doch, also ich glaube, wenn wir unser Kaufverhalten verändern, dann verändert sich eben auch der Markt eingehend. Und so von alleine, ohne das, was ich vorhin auch sagte, ohne gewisse Leitplanken oder Einflussnahme von uns, wird sich da nicht viel tun. Dann wird man eben halt weiter diese Massentierhaltung in der bekannten Form weiter fortführen weil das halt ein gutes Geschäft ist. Aber wenn wir sagen, also wir wollen das nicht mehr kaufen, dann werden sich diese Unternehmen natürlich auch irgendwie umstellen, um ihre Anteile am Markt in der einen oder anderen Weise zu behalten. Also ich glaube, da wird der Markt schon einiges regeln. Und natürlich muss man, ich meine, das Problem mit Nitrat im Boden und Gülleabtrag und so weiter, also das sind natürlich alles Rahmenbedingungen, wo von der Politik dann eben halt auch gewisse Normen geschaffen werden sie ja auch, wo man eben halt diese Massentierhaltung in dieser Form auch gewissermaßen reglementiert, weil das eben halt ja auch Einträge sind, wo die Nitratwerte längst nach EU-Normen weit überschritten sind, gerade in Deutschland. Dementsprechend kann ich vielleicht aus dem Chat nochmal weitergeben, wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir jetzt hier mit unserem Einkaufszettel mal abstimmen. Was sind denn Ihre Tipps für nachhaltigen Lebensstil mit kleinem Budget, fragt ein Raum. Ja, also es ist, ich würde aus der Region kaufen beispielsweise. Ne? Also ich würde, ich muss nicht den Apfel aus Neuseeland kaufen. Also ich kann jetzt Äpfel aus der Region kaufen, gerade jetzt um diese Jahreszeit.
Also ich muss auch keinen Spargel im Oktober essen, sondern ich kann den dann essen, wenn er hier wächst. Also diese jahreszeitliche Verfügbarkeit von bestimmten Produkten beispielsweise, die man hat. Das ist zum Beispiel ein, und das ist ja nicht unbedingt teurer, sondern eher günstiger, wenn es aus der Region auch kommt. Also ich glaube, man kann, wenn man bewusst einkauft, günstig einkaufen. Eine Fertigpizza ist im Prinzip immer teurer, als wenn ich irgendwie mir selbst mal Teig mache und die vielleicht auch belege, schmeckt man davon abgesehen sogar auch besser. Also ich glaube, vieles ist einfach auch der Fantasie des Einzelnen dann überlassen, wie man das machen kann. Also ich will ja jetzt nicht irgendjemandem einen Einkaufszettel schreiben, aber ich glaube, das war die Verfügbarkeit von den Produkten einfach mal zu hinterfragen, wo was herkommt. Also ich trinke gerne mal ein Glas Wein, aber ich lasse den Wein, ich kaufe eigentlich keinen Wein aus Südafrika oder aus Südamerika, nicht weil er nicht schmecken würde, sondern weil wir auch sehr gute europäische Weine haben. um dann nochmal zu Ihrem persönlichen Engagement zu bekommen, jetzt gerade auch in Bezug auf das Buch, nämlich Sie haben es wurde im Credit-to-Credit-Verfahren produziert. Können Sie nochmal kurz für alle erläutern, was das genau ist? Frau Kneißler, machen Sie mal. So, genau. Credit-to-Credit heißt im Prinzip Wiege zu Wiege, also es heißt, dass alle Rohstoffe und alle Komponenten, die verwendet wurden, das heißt das Papier, der Klebstoff, die Druckfarbe, das Einbandmaterial, alles ist so hergestellt, dass es wieder zu 100% in den Naturkreislauf zurückgeführt werden kann. Das ist das Prinzip von diesem quasi Wiege zu Wiege, also das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und das bedeutet, sind ja lauter Kenner hier unterwegs. Das bedeutet, dass so eine Buchproduktion deutlich länger dauert, weil zum Beispiel dieser Klebstoff viel, viel länger braucht, um durchzutrocknen. Also man kann beim Buchbinden braucht man deutlich mehr Zeit. Man verwendet Farben. Normale Druckfarben sind nicht so wahnsinnig umweltverträglich. Man verwendet spezielle Farben. Und in dem Fall geht es sogar so weit, dass die Druckerei das produziert, komplett nach diesem Prinzip versucht zu wirtschaften. Das heißt, die haben selbst ihr Gebäude aus Recyclingmaterial aus der Papierproduktion gebaut und damit isoliert. Die bauen ihr eigenes Gemüse an, das dann in ihrem eigenen Kochtopf für die Mensa benutzt wird. Also da ist selbst die Firma ist im Grunde komplett umweltverträglich aufgestellt. Und das ist das Grundprinzip bei Büchern, die Cradle-to-Cradle produziert werden. Im Grunde, also es heißt immer, man kann dieses Buch essen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt tun wollen, weil so ein Buch ist ein bisschen hart zu kauen, aber da ist nichts drin, was nicht natürlich ist und was nicht wieder zurückgegeben kann in den Naturkreislauf. Ist das dann für, ich nenne es mal Massenproduktion geeignet, dieses Verfahren? Eher weniger. Im Grunde schon, das ist nur im Moment noch eine Kapazitätsfrage. Das ist so ein bisschen wie mit Biofleisch oder was auch immer. Ne? Also es gibt halt es gibt 4 Druckereien, die so arbeiten im Moment und die haben sich Europa als Markt so ein bisschen aufgeteilt. Aber 4 Druckereien ist natürlich nicht so viel. Jetzt kommen immer mehr Verlage und sagen, wir möchten gern so produzieren. Und dann gibt es bei denen schon auch mal Engpässe. Da kann es auch mal passieren. Das hatten wir jetzt gerade bei einem Buch, das wir für Greenpeace machen, dass man lange aufs Papier warten muss, weil eben auch das Papier aus einer bestimmten Produktion kommen muss. Also man muss einfach, man kann nicht diese Schnellproduktion machen. Man braucht deutlich mehr Zeit und im Moment würde die Kapazität ganz bestimmt nicht ausreichen, um die gesamte Buchproduktion in Deutschland in der Art zu machen. Aber wenn die Verlage natürlich, das ist das Prinzip von Nachfrage und Angebot, wie auch bei Bio-Lebensmitteln oder bei allem, wenn immer mehr Verlage sagen, wir wollen das zumindest in Teilen nutzen, dann wird es auch mehr Druckereien geben, die das auf irgendeine Art und Weise anbieten. Ja, wäre schön. Haben Sie sich jetzt bewusst dafür entschieden, dass das so produziert wird?
Nein, aber das ist eine Entscheidung des Verlages gewesen und ich wusste aber, dass die Richtung dahin geht von Anfang an, gerade wie wir dieses Buchprojekt besprochen haben, weil ja vorher schon auf gleiche Art und Weise dieses Fridays for Future Buch entstanden ist und insofern war das von Anfang an klar, dass das in die gleiche Richtung gehen würde. Dann würde ich vielleicht noch mal ganz offen in den Chat fragen, ob es vielleicht noch von den Zuschauern oder auch von euch hinten vielleicht eine Frage an Herrn Fuchs gibt. Oder sind das schon die Hände? Ja, wir sind zwei Fragen aufgekommen, während ich zugehört habe. Einmal zu Ihnen. Sie haben gerade gesagt, es gibt vier Firmen, die das machen und die teilen sich in Europa die Aufträge. Wo liegt denn die, die Sie jetzt beauftragt haben? In Österreich. In Österreich, okay. Das ist die Firma Bugler. Okay, alles klar, danke. Jetzt haben Sie gerade eben davon gesprochen, dass Sie sich schon umgestellt haben. Sie sagen, Sie essen zwar Fleisch, aber Sie essen nicht mehr so oft Fleisch. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Bewusstsein, was vielleicht eher in unserer Generation verankert ist, mittlerweile wahrscheinlich auch, weil es mittlerweile in der Schule schon so vermittelt wird. Ich habe aber das Gefühl, dass es in Ihrer Generation jetzt eher weniger so ist, dass man sich zum Beispiel Gedanken über den Fleischkonsum macht oder so. Und von daher meine Frage an Sie. Hätten Sie eine Idee, wie man das verbreiten könnte? Vielleicht ein Raum wirft ein, Sie haben die Frage nicht verstanden. Ich würde es deshalb noch mal kurz zusammenfassen. Also die Frage war, dass nach nachhaltigem Fleischkonsum, dass Herr Fuchs ja gesagt hat, das sei ihm wichtig. Und dann war die Anmerkung, dass es ja in unserer jüngeren Generation schon verbreiteter ist, aber in der Generation von Herrn Fuchs vielleicht noch nicht so wirklich. Genau. Und ja? Genau, ich wollte wissen, ob Sie vielleicht eine Idee haben, wie man das quasi dann auch diesem Publikum zugänglich macht. Genau. Weil, wie gesagt, Schulen achten da mittlerweile drauf, wir reden über Ernährung. Aber ich sag mal, die ältere Bevölkerung, wie man die erreicht. Also, wie trägt man diese Fragestellung, dieses Problembewusstsein jetzt in die Boomer-Generation und darüber, ist vielleicht die Frage. Ja. Ich weiß da auch kein Patentrezept. Also man kann es, glaube ich, nur nach vorne tragen, indem man sagt, das ist also kein Verlust an Lebensqualität, weniger Fleisch zu essen, sondern es gibt eben so tolle, auch ich sag mal, vegetarische Küche und Gerichte, die man einfach mal ausprobieren muss. Also ich glaube, man muss Menschen versuchen, irgendwie ein bisschen neugierig auf das Neue zu machen und nicht immer in dieser Routine stecken zu bleiben und zu sagen, es muss heute den neuen Sauerbraten zum 100. Mal geben oder so. Sondern dass man Menschen mitnimmt. Aber man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie sowieso Missionar auftritt, weil dann machen die Leute zu. Und das steht einem auch nicht zu. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spagat, dass man sagt, ich mache es aber so und versuch's doch mal. Menschen neugierig machen, sie im Dialog irgendwie mitzunehmen, aber nicht zu Maßregeln, weil dann bewirkt man in der Regel genau das Gegenteil. Heißt, jeden Tag die Eltern dran erinnern, die kein Fleisch. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, es kann ganz viel eben nur dialogisch funktionieren. Ja? Also das ist wie, ich bin ein bekennender Bekehrung, also wenn Menschen bei Amazon bestellen, übrigens auch hier kommen viele Amazon-Pakete an, was ich nie verstehe, ich werde es auch nie verstehen, aber ich werde es seit Jahren nicht müde, immer wieder zu sagen, Mensch, hast du dir schon mal überlegt, wo dieses Unternehmen die Steuern bezahlt oder sozusagen, was das mit dem Einzelhandel macht. Also ich glaube, belehren ist ganz falsch, aber durch Fragen führen. Ja? Und auch ein anderes Beispiel, also ich gehöre zur Baby-Boomer-Generation und viele Themen sind mir, genau wie Sie sagen, die sind mir gar nicht so, ich bin eben ganz anders sozialisiert worden. Und ich finde es immer wieder schön, wie eben ein Dialog auch sehr, sehr viele Impulse geben. Also Frau Kneißl und ich haben zum Beispiel letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse viel diskutiert, weil sie mich bekehrt hat, das meine ich jetzt sehr positiv, wie ich eben auch meinen Umwelt, meinen CO2-Fußabdruck verbessern kann. Und ich war gar nicht immer ihrer Meinung, aber es hat sehr viel gearbeitet in mir. Ja, ist ja klar, warum sollten wir anders sein? Ich kann sie auch nicht immer bei allem belehren und so, wir sind eben andere Generationen, aber im Dialog passiert viel und dann arbeitet es auch in einem und dann kann man sehr viel mehr annehmen. Ja. Ich glaube auch wirklich, der Punkt ist einfach, Wissen hilft. Also
wie auch immer, wenn man deutlich macht, was Massentierhaltung für die Tiere bedeutet. Viele Menschen machen sich sowas nicht bewusst, aber je mehr Informationen es darüber gibt und je gesicherter sie ist, das geht schon fast ein bisschen in die nächste Frage rein, desto leichter kann man damit auch Menschen überzeugen. Bücher können Wissen vermitteln. Das ist eine Frage noch, genau. Ja, also das war eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, nämlich. Können Sie noch mal zusammenfassen für Frau Schischonka? Ich glaube, Sie nein, die versteht nicht alles in Ordnung. Ja. Ach so. Nur weiter einmal so ein bisschen. Genau. Und zwar, inwiefern die Konsumenten dann immer wissen, ist das so grün und ist das so nachhaltig, wie es mir hier gerade verkauft wird? Oder wenn wir den Klimaschutz den Unternehmen überlassen, gewinnt dann nicht einfach das Unternehmen, was am besten Marketing betreibt und am besten Greenwashing betreibt und die Konsumenten irgendwie hinters Licht führt, in einer gewissen Weise. Was wir brauchen, ist natürlich Transparenz. Also bei den Produkten, die dürfen nicht irgendwie so verbrämt die Herkunfts- und Herstellungsorte darstellen, sondern es muss für den Verbraucher wirklich sehr schnell nachvollziehbar sein, woher kommt dieses Produkt, wie ist es her. Also es gab ja auch diese Ampel, die immer wieder im Gespräch war. Das ist sicherlich eine Maßnahme, wie man das machen kann. Ja, und der Wirtschaft, Greenwashing ist ja etwas, was relativ leicht zu durchschauen ist. Und da muss man wirklich diese Transparenz reinbringen. Aber das heißt, dass der Markt doch nicht alles regelt? Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Also es müssen ja, das war ja das, was ich vorhin mit Leitplanken gesagt hatte. Also es müssen gesetzliche Leitplanken sein. Also man darf nicht so tun, als ob, sondern man muss eben halt die Fakten auf den Tisch legen und sagen, so und so wird es produziert. Und diese Ausweisung zum Beispiel, also auch, um nochmal bei Fisch zu sein, diese MSC-Zertifikate, wo man quasi vom Tresen bis zum Kutter nachvollziehen kann. Das ist alles ein bisschen schwammig und das ist sehr viel, sehr, sehr ausbauwürdig und fähig, aber es ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Ich als Kunde kann mir, was weiß ich, mein Fischfilet aus der Kühltheke holen und drauf gucken, MSC-zertifiziert und von wo kommt das und wie ist das. So, kann mich dann entscheiden, kaufe ich es oder eben kaufe ich es nicht. Aber das ist dann kein Greenwashing. Also das ist einfach die Information, die auf dem Produkt stehen, wo ich mich selbst nach entscheiden kann, ob ich es nur kaufe oder nicht. Die aber meistens noch nicht auf dem Produkt stehen. Und gerade die Nachhaltigkeitsampel wollte ja dann auch doch keiner durchsetzen. Nee, aber das ist doch auch wieder, das ist aber wieder ein politisches Problem. Ja. Das ist ja nicht so sehr ein Unternehmensproblem, dass die Unternehmen das vielleicht nicht wollen, ist ja nachvollziehbar. Aber da muss man eben halt dann auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass Unternehmen gezwungen werden, so etwas zu machen. Genau, vielleicht dazu. Ich fand es gut, Sie haben von individueller Verantwortung gesprochen, was richtig und wichtig ist. Sie haben von der Politik gesprochen, die Leitplanken setzen muss, das finde ich auch richtig und wichtig. Aber mir kommt es ein bisschen zu kurz, mir scheint es tatsächlich so, aber vielleicht verstehe ich das auch falsch, dass Sie die Unternehmen etwas aus der Pflicht nehmen. Ich finde jetzt am Beispiel Ihrer Buchproduktion sieht man eigentlich ganz gut, dass man als Unternehmer eine Entscheidung trifft, eine Sache anders zu machen, die wahrscheinlich auch ihre Kosten hat, aber dann das durchzieht und ein Stück weit auch Vorreiter ist. Die unternehmerische Verantwortung, die ein Unternehmen im ursprünglichen Sinne ja auch mit sich bringt für sein Umfeld und seine Umgebung, muss die nicht dazu führen, dass man Unternehmen doch mehr, gerade auch die großen, die handlungsfähigen Unternehmen, doch mehr in die Pflicht nimmt und sagt, nee, es muss auch von euch etwas kommen. Das kann nicht nur die Politik regeln. Ihr seid zwar gebunden durch den Wettbewerb, aber ein Stück weit habt ihr eben auch soziale Verantwortung und müsst dem gerecht werden. Ja, das ist sicher richtig. Bloß ein Unternehmen muss auch funktionieren. Also es muss wirtschaftlich klarkommen. Also wenn, ich sag mal, um mal bei der Automobilzulieferer, ich spreche jetzt nicht von den Konzernen, sondern ich spreche von kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die jetzt ein Produkt irgendwie für Motor oder fürs Fahrgestell oder sonst was herstellen. Das sind ja oftmals direkte Abhängigkeiten von diesen Unternehmen, von den großen Konzernen. Wenn dem plötzlich der Markt abgedreht wird von
die können sich nicht so schnell umstellen. Die müssen natürlich auch sehen, wo bleibe ich. Wenn die Wirtschaft richtig zurechtkommt, dann müssen sie halt Insolvenz anmelden und dann stehen die Mitarbeiter auf der Straße. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Sondern zielführend ist ja nur, dass man neue Perspektiven eröffnet. Also worin besteht denn möglicherweise, und das ist dann eben das unternehmerische Geschick oder auch nicht vorhandene Geschick, um wirklich am Markt sich weiter zu behaupten. Und der Markt wird sich verändern. Was ich eine Katastrophe gefunden hätte, wenn jetzt eben halt wirklich, was die Automobilbranche ja unbedingt wollte, wenn wieder neue Abwrackprämien oder sonst was gekommen wären, das wäre das völlig falsche Signal gewesen. Also auch hier ist da ja so ein bisschen dieser Druck, sehr behutsam muss man sagen, auf die Automobilbranche, ihr müsst euch jetzt mal irgendwie verändern, ansonsten kommt ihr nicht zurecht. Aber ich, also was ich mich schwer tue und was ich einfach als ein Dilemma sehe, ist, ich glaube nicht, dass Automobilbranche und Umweltschutz, wenn es weiterhin in diesen Maßen Autos produziert werden, je zusammenkommen werden. Und da glaube ich, kann auch kein Tesla helfen, weil ich glaube auch selbst ein Tesla ist immer noch ein Auto für eine Person oder für vier Personen, und ich glaube, dass einfach man sich auch damit beschäftigen muss, dass vielleicht die Autoindustrie an sich da ein Rechtfertigungsproblem bekommt, wenn man es aus Klimaschutzseiten sieht. Also erstmal müssen wir weg irgendwie von den Verbrennern und den Emissionen. Und dann ist die große Frage, brauchen wir Individualverkehr, ja oder nein? Und da ist eure Generation doch diejenige, die das entscheidet. Also ich weiß, wie ich groß geworden bin, da war das Auto... Ohne Auto ging das gar nicht. Also das war die Denke. Also es war halt, mit 18 hat man einen Führerschein gehabt und dann hat man irgendwie sich ein altes Auto, was man irgendwie bezahlen konnte, gekauft und damit fuhr man rum. Das gehörte einfach dazu. Das war die Mobilität, die man vermeintlich brauchte. Ich kenne ganz viele junge Leute, die sagen, ich brauche kein Auto heute mehr. Der öffentliche Nahverkehr ist so, dass er meine Bedürfnisse zu 100% abdeckt. Und das ist ja auch richtig. Also es muss ja auch einhergehen, wenn der öffentliche Nahverkehr eben immer attraktiver wird. Wenn dieses Car-to-go, also dieses Carsharing, wenn diese Räder, wie sie kennen Sie aus Hamburg und überall sind, es findet doch ein ganz großer Strukturwandel statt, auch in der Denkweise der Bevölkerung. Und auch da, wenn die Leute einfach solche Autos nicht mehr kaufen, dann wird die Industrie da auch schon drauf reagieren. Dass es immer noch Leute gibt, die meinen, mit, was weiß ich, 500 PS irgendwie über die Autobahn brausen zu müssen, dann wird man denen das so nicht verbieten können, aber irgendwann ist sowas eben völlig aus der Zeit gefallen. Und da gibt es dann ja auch noch so politische Stellschrauben. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, also warum gibt es auf deutschen Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung? Das ist europaweit das einzige Land, ich glaube sogar weltweit das einzige Land, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Warum ist das so? Also weil man natürlich irgendwie die Automobilbranche seitens der Politik hofiert, weil die eben gerade ihre leistungsstarken Autos verkaufen wollen. Da muss man zum Beispiel anfangen und wenn Sie mir sagen, also ich brauche das Auto nicht, ich will den Individualverkehr nicht, ja wunderbar, dann lassen Sie das und dann ist das eben halt so, dass Ihnen da vielleicht viele folgen. Ja. Vielleicht der letzte Beitrag. Da habe ich nur eins, wir müssen die Menschen im Chat ein bisschen zu Wort kommen lassen, weil wir haben ja ganz viel Hybrid-Erfahrung und die sind immer ganz traurig, wenn die untergehen. Also an alle Menschen im Chat, dann kommen gleich Ihre Fragen. Ja, ich wollte einfach nur sagen, wir tun die ganze Zeit so, als könnte man irgendwie Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz nicht miteinander vereinbaren, und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen unsere Rolle, das einfach ein wirtschaftliches Argument werden zu lassen. Denn man merkt ja jetzt, gerade zum Beispiel in diesem Fall bei dem Buch, war es jetzt vielleicht in der Produktion teurer, aber gleichzeitig merken wir ja irgendwie, das ist dadurch für uns ein interessanteres Produkt, das ist gleichzeitig auch irgendwie ein Marketingmittel geworden, sonst wäre es ja jetzt auch hier gar nicht so zentral und würde nicht auf so viel Interesse stoßen bei den BuchhändlerInnen, die das dann am Ende verkaufen. Also am Ende ist es dann eben, natürlich sind es auch die Unternehmen so, aber auf der anderen Seite müssen wir eben als Kunden ja auch versuchen, ja, das so zu so einem großen Argument zu machen, dass die sich bewegen müssen. So müssen, dann müssen wir eben laut sein und dabei sagen, dass es uns wichtig ist und dass es dann im Fall von einem Auto auch
kaufentscheidend ist. Aber nur ganz kurz, da muss ich als Kunde auch sehen, auf den ersten Blick, dass es zum Beispiel ein Gradle-to-Gradle produziertes Buch ist. Also das ist die Transparenz, ja, die wir angesprochen haben. Mhm. Ich glaube, dass es tatsächlich, dass man es nicht aus Konsumentensicht nur sehen darf, sondern eben auch die Eigenverantwortung des Unternehmens immer auch mitdenken muss auf der anderen Seite. Ich glaube, ganz kurz was dazu sagen, ich glaube, das ist beides. Also genau, ja, ein Unternehmen kann eine Verantwortung übernehmen, aber die Kunden müssen es auch wertschätzen. Also ja, so ein Buch ist dann eben doch manchmal ein bisschen teurer nachher im Ladenpreis, weil wir höhere Kosten auch umlegen müssen. Und da muss natürlich dann auch ein Leser bereit sein, das zu bezahlen. Und ich glaube, die Balance muss man hinkriegen. Aber wenn man das schafft, dann hat man sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Vielleicht mal jetzt zu einer Frage gekommen, die schon ein bisschen länger im Chat steht. Und zwar hat der Weltklimarat für jedes Land ein CO2-Budget vorgegeben. Und die Frage ist, ob Sie das für realisierbar halten für Deutschland, das CO2-Budget. Ich weiß nicht, ob Sie es auf dem Schirm haben, was da vorgegeben war. Ich habe jetzt nicht die Zahlen präsent, muss ich sagen. Aber dieser IPCC setzt sich ja zusammen aus einem Expertengremium. Und das sind nicht Wissenschaftler, die selbst forschen, sondern die quasi die Forschungsergebnisse von den weltweiten Instituten bewerten quasi und dann eine Empfehlung an die Politik geben. Das ist eigentlich die Funktion des IPCCs. Also die setzen sich auch aus Wissenschaftlern zusammen, aber die selbst nicht forschen, sondern die Ergebnisse von weltweiter Forschung in Sachen Klima analysieren und damit eine Empfehlung aussprechen. Und insofern würde ich mal sagen, sind diese Empfehlungen, auch was die Bundesrepublik angeht, schon sehr realistisch, weil man da natürlich die Rahmenbedingungen kennt und jetzt nicht irgendwelche verträumten Perspektiven weiterleitet, sondern man will ja wirklich den Politikern ein Tool an die Hand geben letztendlich, womit sie dann auch diese Probleme oder zumindest die richtigen Weichenstellungen treffen. Aber Deutschland hinkt doch seinem Klimaziel noch hinterher. Ja, Deutschland, aber die meisten auch. Ja. Ne? Also das ist es eben so. Sie hängen dem hinterher. Und der IPCC hat gesagt, wenn wir eben halt diese zugegebenermaßen mittlerweile ehrgeizigen Klimaziele, also in Paris hat man vereinbart, dass man möglichst bei 1,5 Grad im globalen Mittel Klimaerwärmung, wenn man das erreichen will, muss man so und so die Emissionen, also ein ganz sportliches Ziel mittlerweile, weil man Jahrzehnte nichts gemacht hat. Das ist das Problem. Das wird man auch nicht halten können. Das wurde jetzt neulich gerade auf dem Extremwetterkongress nochmal deutlich, wo die Experten gesagt haben, also bei allem guten Willen, also diese 1,5 Grad wird man nicht halten können. Aber wir dürfen nicht diese 2 Grad reißen, weil das dann zu diesen Kippmomenten kommen, wo keiner genau sagen kann, was passiert denn dann, weil auch da hängt eben alles wirklich mit allem zusammen. Und deshalb kann man dieses Ziel der 2-Grad-Grenze noch erreichen, aber man muss dann wirklich auch den Zielen, denen man ja in Paris zugestimmt hat. Es ist ja nicht so, dass die Politik gesagt hat, ist absurd, können wir gar nicht einhalten, sondern man hat ihm ja zugestimmt und man hat ja das auch mit unterschrieben. Also dem fühlt man sich verpflichtet, aber offensichtlich nicht genug, um das dann auch umzusetzen. Vielleicht können wir noch eine letzte Frage aus dem Chat machen. Ja, also zuletzt wurde gefragt, ob es die Verantwortung, die man damit unserer Generation zumutet, im Alleingang als Verbraucher nicht irgendwie zu groß ist. Und sie wollen das ein bisschen in Verbindung sehen mit auch einem politischen Problem, dass es so viele... die Verbindung ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ganz viele Leute, die sich jetzt rechtspopulistischen Parteien auch zuwenden, die ja von Klimawandel und Klimaschutz dementsprechend gar nicht so überzeugt sind. Und wie soll man sich dem entgegenstellen? Also die Rechtspopulisten, und ich nenne hier jetzt einfach auch mal den Namen der AfD, spielen ein ganz perfides Spiel, weil sie einfach wider besseren Wissens reden. Es ist wissenschaftlicher Konsens, und zwar unter allen Wissenschaftlern eigentlich, die sich mit dieser Thematik befassen, Klimaforscher. Jemand, der jetzt, was weiß ich, aus einem ganz anderen Genre herauskommt, Wissenschaftsgenre, kann sich ja nicht unbedingt auch als Klimaforscher bezeichnen, aber ich spreche jetzt ganz explizit die Klimaforscher an. Die sind sich zu der überwiegenden Mehrzahl
einig, dass der Klimawandel menschgemacht ist, dass der Anthropogen Ursache hat. So, und dann gibt es immer wieder die Klimaskeptiker und die Klimaleugner, die sagen, stimmt ja alles nicht und Zahlen kann man hier und so interpretieren und so weiter. Man kann sich damit auseinandersetzen. Ich habe das lange getan, habe dann also nächtelang teilweise mit Klimaskeptikern und so weiter diskutiert, habe dann aber schnell gemerkt, die lassen sich nicht überzeugen, weil sie es einfach nicht wollen, weil sie einfach darauf beharren. Ich habe es persönlich für mich aufgegeben, diese Leute zu versuchen zu überzeugen, sondern ich versuche lieber mit den Menschen zu diskutieren und zu argumentieren, die wirklich ein ernsthaftes Informationsbedürfnis haben, die vielleicht die Zusammenhänge für sich nicht so deutlich sehen und irgendwie offen sind für ein Ergebnis oder offen sind für Argumente. Das bringt etwas und dafür sollte man seine Energie einsetzen. Alles andere ist natürlich Populismus in Hochkultur. Und das ist basiert, das ist natürlich halt Fischen im trüben Wasser auch nach Wählerstimmen, ganz klar. Dann würde ich Sie abschließend fragen, was gibt Ihnen konkret Hoffnung, dass ein Umdenken der Politik und Wirtschaft möglich ist? Ja, es hat ja ein Umdenken stattgefunden. Wir sollten ja nur nicht so tun, als wenn in der Politik noch nichts passiert wäre. Also erneuerbare Energiegesetze, wenn ich mir das alles angucke, was in dem Bereich also bereits geschehen ist, dann da muss man ja sagen, wir sind nicht nur auf einem schlechten Weg. Also ich glaube, die Energiepolitik auch in Deutschland ist auf einem relativ guten Weg. Es ist vielleicht noch nicht genug, aber es ist ja was passiert. Also insofern brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht im Moment mit der Politik bestimmte Bereiche vielleicht mal ausgeklammert, grundsätzlich darüber diskutieren, dass etwas geschehen muss. Ich glaube, das ist auch bei den politisch Handelnden und bei den politisch Verantwortlichen angekommen. Über die Effizienz und über die Schnelligkeit, mit der dieses Denken auch umgesetzt werden muss, da kann man sicherlich noch weiter Druck machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist ja nicht alles nur im Argen. Also man darf jetzt hier auch nicht da irgendwie Tristesse vermitteln und sagen, dann kommt eben das, was ich eingangs sagte, dieses Argument, ja, hat ja eh alles keinen Zweck, der Zug ist abgefahren. Das ist nicht so. Dankeschön. Vielleicht kommen wir dann noch zur letzten Frage, die im Chat gestellt wurde. Und zwar, so hoffnungsvoll werden Sie ja wahrscheinlich Ihre Arbeit dann fortsetzen. Und ein Raum hatte sich gefragt, ob Sie denn sogar einen bestimmten Abenteurer aus der Literatur oder aus dem echten Leben vielleicht als Vorbild haben für Ihre Arbeit. Hier steht Robinson Crusoe oder Reinhold Messmer oder Roger Williamson sogar. Also Roger Williamson ist ein ganz toller Typ, also ein ganz toller Mann gewesen, auch ein guter Literat, also, aber nicht unbedingt ein Abenteurer in dem Sinne. Also wenn ich jemanden nennen würde, wäre das Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen, der Norweger, der eben deutlich mehr zu sagen gehabt hat, als nur Erzählungen über seine spektakulären und erfolgreichen Polarexpeditionen, die er vor 120 Jahren oder so damals durchgeführt hat. Als Friedensnobelpreisträger hat sich also politisch sehr engagiert, hat sehr viel mehr zu sagen gehabt, als nur Erzählungen über das Polargebiet. Und das sind Menschen, die über ihren persönlichen Tellerrand hinwegblicken und hinwegwachsen können, die bewundere ich. Aber nicht so sehr diejenigen, die in sich selbst gefangen sind. Dankeschön. Dann möchten wir uns nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und nochmal ein großes Sorry, falls nicht alle Fragen aus dem Chat angekommen sind, aber ich sehe gerade ein Nicken, es ist alles angekommen und wurde beantwortet. Dann vielen Dank. Herr Schneider, möchten Sie auch noch etwas sagen? Nein, das ist eure Veranstaltung. Also ich gebe diesen Dank gerne mal zurück. Also ich muss das mal wirklich sagen, also solche Diskussionen, wie sie jetzt hier stattgefunden hat, finde ich großartig. Ja, beflügelt einfach weiterzumachen. Also ich finde es toll und bedanke mich bei euch und auch bei euch, dass ihr sowas ermöglicht habt. Herzlichen Dank.